keiner der Zuschauer hatte das Gefühl, dass es jetzt irgendwie in eine negative Richtung geht. Also viele haben gedacht, das ist ein Freispruch. Ja, also das ist alles gesagt, alles dargelegt. Und dann wurde man wieder reingerufen und dann war der wie verwandelt. Also Herr Reinert, Sie hätten sich nicht vorstellen können, wie vorher aus dem netten, also fast netten, höflichen, zuvorkommenden, riecht jetzt plötzlich also ein aufgebrachter Richter war, der da gesagt hat, ich würde zum Hass aufstacheln und ich würde Hass gegen eine Bevölkerungsgruppe schüren und ich würde den öffentlichen Frieden stören und es sei eine bodenlose Frechheit, dass ich also dem Islam da ein Adjektiv politischer davor setze. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Interview. Nach der Verhaftung von Michael Ballweg hier in Deutschland und der von Oliver Jannich auf den Philippinen hat es nun auch meinen heutigen Interviewgast getroffen. Ganz herzlich willkommen, Michael Stürzenberger. Hallo, danke. Herr Stürzenberger, was ist genau passiert? Ja, am letzten Mittwoch bin ich also zu einer Gerichtsverhandlung nach Hamburg zitiert worden. Grundlage war unsere Kundgebung in Hamburg am 8. Oktober 2020 auf dem Gänsemarkt, wo wir wie immer über den politischen Islam aufgeklärt haben, über seine gefährlichen Bestandteile. Wir haben dezidiert zu friedlichen, demokratisch eingestellten Moslems differenziert, die nicht straffällig in Erscheinung treten. Aber wir haben halt klar die Gefahren aufgezeigt, die der politische Islam beinhaltet mit seiner Scharia und mit den gewalttätigen Auswüchsen, die auch daraus entstehen können. Sprich Messerattacken, Vergewaltigungen, Terroranschläge etc. Und das wurde mir als Volksverhetzung ausgelegt. Was war denn der genaue Auslöser? Also welcher Satz, an welchem Satz hat man sich da festgemacht? Also das ist ein ganz langes Prozedere. Das muss man sich jetzt auch mal im Gesamten nochmal Revue passieren lassen. Es wurde... Also angezeigt wurde ich von einem Typen aus Solingen. Der hat einfach nur eine Anzeige online gestellt. Stürzenberger hat gegen den Islam gehetzt. Also völlig substanzlos, ohne irgendwelche Textpassagen zu zitieren. Dann hat sich aber in Hamburg die Maschinerie in Gang gesetzt. Und zwar hat sich dann eine Kriminalbeamtin hingesetzt und hat also die gesamte insgesamt 4,5-stündige Kundgebung wirklich Wort für Wort protokolliert und hat dann aus ihrer Sicht so eine Zusammenfassung gemacht, was alles problematisch wäre. Dann wurde noch ein Referent für Islamwissenschaften herbeigezogen, der dann auch noch meine Aussagen eingeteilt hat in Islamophobie unter anderem, also diesen Kampfbegriff, den Ayatollah Khomeini in den 80er Jahren eingeführt hat, um Islamkritik als krankhafte Angst diskreditieren zu können. Den hat der benutzt, diesen Begriff. Und eben dann auch Islamfeindlichkeit, Islamhass und Islamkritik und bla bla bla. Und dann habe ich mir also diese Akte kommen lassen über einen Rechtsanwalt, der hatte 100 Seiten stark. Und ich habe dann eine 94-seitige Entgegnung geschrieben, wo ich also alles faktisch begründet habe, was ich gesagt habe und die ganzen beanstandeten Passagen entkräftet. Dazu habe ich auch eine Bewertung des bekannten Islamwissenschaftlers Professor Dr. Tilman Nagel noch mit beigefügt. Und das mussten sie dann erstmal verdauen. Und dann kam dann irgendwie nochmal aus Hamburg dann 6 Passagen, die sie ausgewählt haben. Und das war ihrer Meinung nach dann das, was übrig geblieben ist. Das habe ich wiederum in einer 24-seitigen Entgegnung alles nochmal entkräftet, habe überall genau dargestellt, dass das faktisch gerechtfertigt ist, was ich gesagt habe, dass es keine pauschale Hetze gegen Muslime ist, sondern eben die beobachtbaren Erscheinungen, die werden da eben beschrieben in diesen 6 Passagen. Und meine 24-seitige Entgegnung wurde dann praktisch nicht als entlastend bewertet und ich wurde dann zu dieser Verhandlung am letzten Mittwoch zitiert und da lief die Verhandlung eigentlich recht gut. Also das waren 2,5 Stunden
Und ich habe da also zusammen mit meinem Anwalt alles nochmal deutlich klar gemacht, habe beschrieben, welche große Gefahr der politische Islam ist, weil das muss man ja auch immer wieder Richtern und Staatsanwälten beschreiben, um was es eigentlich geht, weil die allermeisten wissen ja über die Materie eigentlich überhaupt nicht Bescheid. Die denken ja alle, Islam ist eine friedliche Religion. Aber die politischen Bestandteile mit all diesen hochbedenklichen Elementen wie Kampf, Krieg, Terror, Töten, alleinige Machterringung und so weiter, das ist den wenigsten ein Begriff. Und deswegen muss man das darlegen. Und dann hat auch der Richter, das war so ein ganz junger Richter, Engel heißt der, der hat sich das wohlwollend angehört, war eigentlich sehr höflich, hat auch dann gesagt, ja, hier wird differenziert, hier und da ist Beweisantrag und hier. Und dann habe ich auch noch das CSU-Papier zum politischen Islam noch angeführt, was ja wirklich auch genau dasselbe aussagt, was wir sagen. Und auch die Dokumentationsstelle politischer Islam, die bezeichnet das auch als Ideologie des Terrors, faschistische Ideologie, will die alleinige Macht und so weiter und so fort. Die ganzen Gewaltprobleme sind da auch dokumentiert. Also ich war mir eigentlich sicher, das läuft in eine gute Richtung. Und dann hat die Staatsanwältin ein Plädoyer gehalten und da hat sie also gesagt, das ist Volksverhetzung und 6 Monate Haft. Und da fiel ich aus allen Wolken. Habe ich jetzt 2,5 Stunden gegen eine Wand geredet oder was? Ja. Und da habe ich zum Richter gesagt: So, jetzt muss ich in meinen letzten Worten nochmal alles wirklich Punkt für Punkt nochmal ausführen und auch wirklich jetzt nochmal zu Protokoll geben, dass da jetzt kein Missverständnis besteht, dass das, was ich gesagt habe, absolut von der Meinungsfreiheit gerechtfertigt ist, weil es ja auf Tatsachen basiert. Und dann hat er noch beschwichtigt, nein, das heißt ja jetzt noch nicht, dass ich jetzt auch wie die Staatsanwältin jetzt Gefängnis fordere und verurteile. Und ich habe noch das Plädoyer von dem Rechtsanwalt, was ich ja auch mit einbeziehe. Der hat mich also in Sicherheit gewogen, Rainer. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Er hat mir also das Gefühl gegeben, es wird nicht so schlimm kommen und ich habe ja noch nicht vor, so ein Urteil zu fällen. Und dann habe ich also nicht nochmal komplett alles vorgebracht. Ich habe ja noch zusätzliche Sachen. Ich habe ja also ein 100, also einen riesen Aktenordner mit der ganzen Beweisführung, mit all den Fakten, Tatsachen, Zitaten und so weiter und so fort, dass man eigentlich merkt, dass das, was ich gesagt habe, sozusagen Stand der öffentlichen Äußerungen ist über diesen politischen Islam und seine ganzen Erscheinungen. Und dann hat er da, nachdem ich dann fertig war, hat er gesagt, ja, jetzt bitte ich Sie alle rauszugehen. Es waren 12 Zuschauer im Gerichtssaal und wir sind dann auch alle rausgegangen, haben uns draußen besprochen und keiner der Zuschauer hatte das Gefühl, dass es jetzt irgendwie in eine negative Richtung geht. Also viele haben gedacht, das ist ein Freispruch. Ja, also das ist alles gesagt, alles dargelegt und dann wurde man wieder reingerufen und dann war der wie verwandelt. Also, Herr Reinert, Sie hätten sich nicht vorstellen können, wie vorher aus dem netten, also fast netten, höflichen, zuvorkommenden Richter jetzt plötzlich also ein ja, aufgebrachter Richter war, der da gesagt hat, ich würde zum Hass aufstacheln und ich würde Hass gegen eine Bevölkerungsgruppe schüren und ich würde den öffentlichen Frieden stören. Und es sei eine bodenlose Frechheit, dass ich also dem Islam da ein Adjektiv politischer davor setze. Das wäre gar nicht meine Überzeugung. Ich würde gegen den Islam insgesamt und gegen Moslems insgesamt hetzen. Und ja, dann hat er noch gesagt, er hat sich also das ganze Video angeschaut, der Kundgebung, und hat er gesagt, den Kram, er hat sich den Kram angesehen. Also eine persönliche Wertung auch noch, Kram. Also das, was wir faktisch da darlegen, als Kram zu bezeichnen. Also der war wie von Sinn. Und dann hat er dann auch noch behauptet, dass ich also keine Forschung betreiben würde seit 21 Jahren, also nicht die Primärquellen studieren und so. Ich würde nur Bücher von anderen lesen, ja, weil ich ein paar Bücher eben auch zitiert habe von Konstantin Schreiber und von Stefan Schubert, dem Kriminologen und so weiter und so fort. Also es war unglaublich, was wir uns da anhören mussten. Ja. Und er hat dann also genau das, was die Staatsanwältin gefordert hat, 6 Monate Haft, hat er dann bestätigt. Und ja, ich weiß nicht, was in den 5 Minuten passiert ist, wo wir da draußen waren, wer ihn da angerufen hat, wer mit ihm da gesprochen hat, was da mit dem vorgegangen ist. Auf jeden Fall war das wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also es war unfassbar. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und das bedeutet jetzt Gefängnis für mich, ja, wenn das also rechtskräftig wird. Und Berufung ist aber möglich. Ja, Berufung ist natürlich schon eingelegt. Und da werden wir natürlich alle Möglichkeiten, die ein Rechtsstaat bietet, werden wir da
werden wir da ansetzen. Und es haben auch schon viele, viele Freunde, viele Journalisten haben jetzt auch schon Videos produziert. Imad Karim zum Beispiel hat ein Interview mit einem australischen Imam gemacht, der auch Kritiker des politischen Islams ist, hat ihm den Fall geschildert und der hat gesagt, das ist ja unglaublich, dass hier ein Kritiker des politischen Islams zu Gefängnis verurteilt wird. Ja, der müsste eigentlich geehrt werden für seine Arbeit an der Aufklärung über diese gefährliche Ideologie. Also man kommt sich wirklich vor, als wenn man da in einem völlig rechtsfreien Raum ist. Also in Hamburg hatte ich schon öfters das Gefühl, da will man verurteilen, da will man unerwünschte Meinungen anscheinend mundtot machen. Also ich hatte das Gefühl, ich bin in einer kompletten Willkür- und Gesinnungsjustiz. Ja. Sehen Sie einen Zusammenhang mit den Verhaftungen von Ballweg und Oliver Janich? Also es sind ja alles andere Sachen, was ich so mitbekommen habe. Also beim Oliver Janich, da ist ja, glaube ich, irgendwie so eine Geschichte, wo auch noch ein angeblicher eine Bedrohung gegen eine andere Person vorliegt, soll der vorherige Freund seiner jetzigen Partnerin sein. Und was ich gehört habe, ist er jetzt noch auf den Philippinen da in Haft. Also das habe ich vor 2 Wochen gehört. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand jetzt ist. Und diese Sachen, die ihm aus Deutschland vorgeworfen werden, dass er also fordert, dass, da gibt es ja auch Screenshots, was man so gesehen hat, also verantwortliche Politiker, die also für Unheil hier in Deutschland zuständig sind, standrechtlich zu erschießen. Also das ist das, was ich so mitbekommen habe. Da ist natürlich auch sorgfältig abzuwägen, was Oliver Janich da also sozusagen damit ausgedrückt hat. Also ist natürlich, klingt erstmal hart, ja klar. Er wird wahrscheinlich argumentieren, dass er davon ausgeht, dass standgerichtet, das ist ja auch dann wieder eine juristische Sache, dass die sozusagen dann ein Urteil fällen über diese Politiker. Das wird auch alles juristisch zu klären sein, wie das alles zu bewerten ist. Und bei Michael Ballweg ist es ja, glaube ich, irgendwie ist es Umgang mit Spenden, was da folgt. Aber grundsätzlich kann man wohl schon sagen, dass jetzt hier Sturm geblasen wird, dass diejenigen, die Kritik üben, dass die jetzt offensichtlich mundtot gemacht werden sollen. Ich glaube, so in die Richtung geht es schon, das Ganze, ja. Bei Oliver Janich war es meiner Meinung nach so, also was ich mitbekommen habe, dass er eine Zeitungsaussage, ich meine, es war der Fokus, ich bin aber nicht sicher, so verballhornt hat. Ja, er hat da irgendwas verballhornt. War natürlich nicht die schlauste Aktion von ihm, sowas dann zu posten. Aber gut, wenn ich dann aber daran denke, dass Linke auf der Bühne stehen und reiche Menschen erschießen wollen und da passiert nichts, dann ist das Ganze nicht mehr erklärbar. Ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir dort 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Ja, es ist wirklich so, also bei Linken, Linksextremen werden beide Augen zugedrückt. Ich habe das auch mitverfolgt, was da bei dieser Zusammenkunft der Linken da geäußert wurde. Und da war ja, glaube ich, der Ramelow war auch dann auf dem Podium gesessen. Ja? Also, und dann wurde es noch ein kleines bisschen dann beschwichtigt. Aber die haben praktisch Narrenfreiheit. Wie können Sie sich denn erklären, dass so viele mitspielen, also selbst Richter, Polizisten, die wirklich quasi wie ausgewechselt erscheinen? Ich habe das selber auf Demos erlebt, wie Polizisten gegen alte Menschen rigoros vorgehen, Gewalt anwenden. Wie ist das zu erklären, dass es so breit ist? Ja, also bei der einheimischen deutschen Bevölkerung gibt's keine Rücksicht. Also ich habe es selber auch schon erlebt, dass ich, also das ist auch ein unfassbarer Vorgang, da wurde ich von einem türkischstämmigen Moslem, wurde ich ins Gesicht geschlagen, angespuckt, die Brille ist mir vom Kopf geflogen. Er hat mich als Bastard-Hurensohn beleidigt, hat gesagt, was willst du eigentlich hier, das ist unser Viertel. Da war ich mit einer Freundin beim Kartenspielen. Das müssen Sie sich vorstellen, Herr Reinhardt. Ich saß mit einer Freundin am Sonntagnachmittag beim Kartenspielen. Es war schönes Wetter. Und dann kam dieser bärtige Moslem, hat gefragt, ob ich der Michael Stürzenberger bin. Ja. Wo genau haben Sie gesessen? Im Café oder? Nee, das war ein Platz. Es war Weißenburger Platz in München. Also ein offener Platz. Es waren auch bestimmt 30 Leute auf diesem Platz. Und nachdem ich also
immer wieder mal angesprochen werde. Es ist nicht zu oft, weil ich bin ja jetzt nicht so bekannt, aber die Leute, die halt irgendwie mich von den Videos kennen, und das waren eigentlich in den ganzen 13 Jahren, wo ich jetzt in der Öffentlichkeit bin und Kundgebungen mache, waren das durchwegs angenehme Begegnungen. Also auch Moslems, die mich angesprochen haben. Also entweder haben sie mir gesagt, sie haben ja in vielem Recht, aber nicht alles. Manche haben gesagt, na, ich bin nicht ihrer Meinung, aber die Kundgebungen sind trotzdem interessant, können wir ein Selfie machen. Also ich wurde noch nie irgendwie bösartig jetzt dann angegangen. Aber der, sobald ich gesagt habe, ich bin der, dann hat der also in einer Schimpfkanonade, hat sich wirklich in Rage geredet. Als ich dann mein Handy rausgezogen habe, um das aufzunehmen, die ganzen Beleidigungen, hat er es mir aus der Hand geschlagen. Und meine Freundin hat dann noch gesagt, irgendwie, jetzt beruhigen Sie sich doch. Und der aber immer weiter und dann ins Gesicht geschlagen und angespuckt. Also irre, das war ein Albtraum. Aber ich sage Ihnen, der Albtraum ging danach noch weiter. Wie lange ist das denn her, dieser Vorfall? Es war im April 2020. Und dann habe ich also die Polizei angerufen, dann wurde mir gesagt, ja, ist schon Notruf eingegangen und Streifen sind unterwegs. Und während ich dann meine Brille mit meiner Freundin im Gebüsch gesucht habe, sind die dann schon gekommen, und ich sah dann, dass der Türke schon ganz selbstverständlich bei einem der Polizisten stand und da schon seine Version der Geschichte erzählt hat. So ganz, als wenn er so im Recht wäre. Also keine Ahnung, was der erzählt hat, aber irgendwie hat es so gewirkt, als wenn er jetzt, dass sich sozusagen über mich beschwert, so ungefähr. Und dann bin ich dann auf die anderen Polizisten zu und habe laut gerufen, damit es auch alle Leute auf dem Platz mitbekommen, ich stelle Strafanzeige wegen Körperverletzung und wegen Beleidigung. Und dass also dann potenzielle Zeugen dann auch dann sich dann melden und dann auch dann ihre Aussage abgeben. Deswegen habe ich das so laut gerufen, während ich auf die Beamten zuging. Da hat mich einer der Beamten gleich angeherrscht, seien Sie ruhig hier. Und dann habe ich gesagt, wieso soll ich ruhig sein? Ich bin hier gerade Opfer einer Körperverletzung geworden. Ja? Hat er mich nochmal angeherrscht, also so richtig in so einem Befehlston. Und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich hier los? Und dann, klack, klack, haben die mich in Handschellen genommen, Herr Reinert. Können Sie sich vorstellen? In Handschellen an einen Einsatzbus dran, gedrückt wie so ein Verbrecher, Taschen durchsucht und dann noch einen Alkoholtest gemacht, war natürlich 0,0. Und sag mal, was läuft denn hier für ein Film ab? Ich wurde gerade geschlagen, angespuckt, beleidigt. Da drüben steht der Täter. Na? Und dann hat er mich dann nochmal angeherrscht, und das ist auch auf Bodycam-Aufnahmen, ab dem Zeitpunkt ist es auch aufgenommen. Ich habe die Akte angefordert, es lief da auch eine Anfrage der AfD im Bayerischen Landtag. Ich habe auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt. Das lief auch bis zum Innenministerium. Also das hat schon einige Wellen nach sich gezogen. Und ich bin auch jetzt ehrlich gesagt noch in der Überlegung, da noch eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu stellen, weil das wirklich, das geht überhaupt nicht. Und dann wurde dann auch noch behauptet, ich meine, das hat dann kam dann vom Innenministerium die Entgegnung, dass der Polizist gesagt hat, ich wäre mehrfach bedrohlich auf den Türken dazugegangen und deswegen hätten sie mich in Handschellen genommen. Und das stimmt einfach nicht. Das ist einfach falsch. Der Türke stand abseits mit dem Polizisten und ich war mit den anderen beiden Polizisten, war ich da in der Diskussion, und da wurde ich dann in Handschellen genommen. Also da habe ich auch das Gefühl gehabt, ein Wahnsinn. Opfer-Täter-Umkehr. Ja, das Opfer wird kriminalisiert, weil es ein Deutscher ist. Der Türke wird da mit Samthandschuhen angefasst. Und dann ging es noch weiter. Die Mitteilung der Polizei also die Pressemitteilung über die Straftaten war das natürlich nicht aufgeführt, dieser Vorfall. Dafür eine rassistische Beleidigung irgendwo in einer Bankfiliale. Also lapidare Sachen wurden erwähnt. Und diese Körperverletzung gegen mich nicht. Dann habe ich einen PI-Artikel geschrieben darüber, über diesen Skandal. Und dann haben sie dann, einen Tag später, haben sie dann eine Pressemitteilung nachgereicht. Und die war dann noch so wischiwaschi geschrieben. Also zwischen zwei Personen, körperliche Auseinandersetzung, und einer ist wegen Islamfeindlichkeit bekannt. Also wo es noch offen war, wer da von den beiden zugeschlagen hat. Also ich sage es Ihnen, da fühlst du dich echt wirklich der Willkür ausgeliefert. Das kann man wirklich nicht anders bezeichnen. Ja. Sind Sie denn vorher schon mal verurteilt worden? Seit 13 Jahren bin ich ja jetzt in der öffentlichen Aufklärung. Wir haben 400 Kundgebungen gemacht, über 400 Kundgebungen. Und in den 400 Kundgebungen wurde ich also so oft beleidigt und geschlagen, meine Brille in drei Teile zersplittert, mir wurde das Kopfabschneiden angedroht, das Töten in verschiedenen Variationen. Und ich selber, ich wurde ein einziges Mal wegen einer Beleidigung
angeklagt. Und zwar war das ist schon Jahre her, das war irgendwann 2011 oder 12 war das. Da war eine Kinoveranstaltung der Grünen und ich habe da einen spontanen Protest gemacht und Flyer verteilt mit noch zwei anderen. Und dann kam die Polizei und hat uns dann auch dann gleich schon wieder so wie als wenn wir hier Straftaten begehen würden, behandelt. Und dann hat der junge Einsatzleiter dieses Einsatz, das waren ungefähr vier, fünf Polizisten waren da, der hat mir dann gesagt, so, jetzt bekommen Sie eine Anzeige wegen einer nicht angemeldeten Versammlung. Ja, also das Linke dürfen das immer. Also wenn wir irgendwie Kundgebung machen, sind die immer da und machen spontan Gegenprotest, haben da ihre Banner und Flaggen und verteilen Sachen. Alles in Ordnung, dürfen die. Opponierende Meinung. Wenn ich sowas mache, kriege ich eine Anzeige wegen einer unangemeldeten Versammlung, obwohl es auch eine spontane Gegenkundgebung war. Und dann habe ich dann im Wegdrehen, als ich mich von den Polizisten wegdrehe, habe ich gesagt, leck mich am Arsch, was ist denn hier los? Und bin weggegangen. Ja? Und der hat mich dann angezeigt wegen Beleidigung und hat auch im Gerichtssaal dann zugegeben, dass ich das im Wegdrehen gesagt habe. Aber der Richter hat gemeint, das haben sie zu ihm gesagt. Und ich habe gesagt, nein, ich meine diese Situation, was ist denn hier los? Was ist das hier für eine Situation? Ein Unschuldiger wird hier angezeigt. Leck mich am Arsch, was ist denn hier los? Ja. Und naja, gut, Verurteilung. Und das steht natürlich jetzt auch groß und fett auf Wikipedia, auf meinem Eintrag, dass ich wegen Beleidigung eine Geldstrafe bekommen habe. Dann wurde ich einmal verurteilt wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Ne, das liest sich so auf Wikipedia. Huch, was hat er denn da gemacht? Ist er mit dem Hakenkreuz rumgelaufen oder was? Ne? So, was habe ich gemacht? Ich habe als die Nahles, Andrea Nahles, die damals noch Generalsekretärin der SPD war, habe ich, und die hat am 9. November 2012 war das, hat die eine Erklärung rausgegeben, dass die SPD eine strategische Partnerschaft mit der Fatah eingeht, mit dieser palästinensischen Organisation. So, Fatah weiß man, die sind judenfeindlich. Und es war am 9. November, am Tag der Reichskristallnacht. Da habe ich einen PI-Artikel dann veröffentlicht, wo ich also den 9. November 1938, den Tag der Reichskristallnacht, hingestellt habe als Bild mit dem Hakenkreuz. Und nebendran die Nahles mit dem SPD-Kennzeichen und dann 9. November 2012 SPD erklärt Partnerschaft mit einer judenfeindlichen Organisation. Ja, also um diesen Skandal zu visualisieren, eine Nebeneinanderstellung, dass es also völlig instinktlos ist, erstens am 9. November sowas bekannt zu geben und zweitens das auch noch dann mit dieser judenfeindlichen Organisation, wo der Abbas der Chef ist und von dem weiß man, also es wird davon wird ausgegangen, dass er das 72er-Attentat in München finanziert hat, da war er mit verstrickt, da gibt es Abhandlungen drüber, Bücher drüber, also das wird vermutet und der ist sehr feindselig gegenüber Israel eingestellt und da habe ich das also in diesem journalistischen Beitrag gegenübergestellt und hab das also als Skandal hingestellt. Und da wurde ich dann verurteilt, also erstens, dass ich Andrea Nahles beleidige mit dem Hakenkreuz, obwohl es eine Nebeneinanderplatzierung war, und dass ich also praktisch ein verfassungsfeindliches Kennzeichen benutze, das Hakenkreuz. Ne? Und das war da eine weitere Verurteilung. Und Es wird so oft wirklich Unrecht gesprochen. Man wird verurteilt, es wird so hingebogen, dass man da also wirklich das Gefühl hat, man ist da absolut hilflos ausgeliefert dieser Rechtsprechung. Und dann gibt's noch ein Urteil, wo ich in einer Kundgebung, das war 2015, gesagt habe, Moslems lehnen Demokratie ab, was also. Und dann habe ich dann etwas später habe ich dann gesagt, also konkretisiert, radikale Moslems, die also den politischen Islam verinnerlicht haben und die Scharia, natürlich, da ist die Demokratie abgelehnt. Da gilt nur der islamische Staat mit der Scharia als Gott, als Gesetzgebung. Da ist die Demokratie, wird da feindlich angesehen. Also der politische Islam ist antidemokratisch. Gibt es auch genügend Zitate von Funktionären, sogar vom Zentralrat der Moslems, die das sagen, der Islam lehnt Demokratie ab und so weiter. Also ist faktisch fundiert. Aber mir wurde vorgeworfen, dass ich das also erst pauschal gesagt habe und dann erst danach, nicht direkt im anschließenden Satz. Und da hat die Richterin begründet in ihrem Urteil, also wenn jetzt Leute vorbeikommen bei der Kundgebung,
vorbeilaufen und hören das, den einen Satz, ohne die direkt darauf folgende Differenzierung, die hätte kommen müssen, dann hätten sie es als Volksverhetzung empfinden können. So, das berühmte Laufpublikumsurteil. Und das ist meine einzige Verurteilung wegen Volksverhetzung. Ja, muss man wirklich sagen. Aber das wird natürlich ständig überall, ja, der wegen Volksverhetzung verurteilt. Ja, jetzt ist der Stürzenberger abgestempelt. Ja, und so bin ich sozusagen zum Abschluss freigegeben. Und jetzt kommt natürlich das noch drauf. Also ich habe dieses als einziges Urteil in Sachen Volksverhetzung, das ist auch jetzt nur eine Geldstrafe gewesen, 4.000 Euro. Und jetzt kommt dann dieses Hammerurteil, Knast, ohne Bewährung. Ja, für Aussagen, also ich meine, wir könnten das durchgehen, das sind alles Aussagen über die Ideologie des politischen Islams, das sind Aussagen darüber, dass eben exorbitant viele Flüchtlinge aus fundamental islamischen Ländern straffällig werden mit Gewalttaten, Messerattacken, mit Vergewaltigungen, ja, dass die Ideologie des politischen Islams ist, dass eben der Dschihad ausgerufen wird, dass man an die Macht kommen soll, dass Terror verübt wird, also das sind ganz faktische Aussagen, aber man will mir das als pauschalen Hass gegen Moslems, will man mir das unterjubeln. Und die Fakten, Tatsachen werden ignoriert. Was kannst du da machen? Da fühlst du dich echt absolut hilflos. Herr Stürzenberger, was erwarten Sie für die kommende Zeit in Deutschland? Weil ich denke, lange kann das alles nicht mehr gut gehen. Also ich erwarte einen heißen Herbst. Da sind ja noch andere Sachen, die jetzt kommen. Also die Leute werden sehen, dass ihre Stromrechnung explodiert. Die Leute werden sehen, dass sie Geldprobleme haben. Und da geht der Deutsche dann, glaube ich, schon auf die Straße, wenn der eigene Geldbeutel angegriffen ist. Und dann könnte es wirklich zu größeren Demonstrationen kommen. Und wie gesagt, das wird dann spannend sein, wie dann die Staatsmacht darauf reagiert, ob das dann repressiv zu Einschränkungen kommt. Herr Stürzenberger, Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Reinhardt, für dieses gute Gespräch. Danke.